Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin wieder am Land und es geht jetzt hier wieder weiter. Ich habe euch ja teilhaben lassen an unserer tollen Reise, an unserer tollen Reiseerfahrung. Die letzten Videos habe ich ja so ein bisschen in einen Reisevlog zusammengefasst. Und was jetzt so diese Woche insbesondere für mich ansteht, ist zunächst mal nochmal meine Ernährung dahingehend in Ordnung bringen, dass jetzt erstmal eine Woche 100% Rohkost angesagt ist, für mich und für meinen Mann. Einfach weil wir unserem Körper jetzt nochmal eine Erholungsphase gönnen möchten, beziehungsweise ihn mit der Rohkost einfach unterstützen möchten, nochmal zu entgiften und zu entschlacken. Abnehmen ist bei mir weniger ein Thema. Ich habe mich zwar nicht auf die Waage gestellt, aber gefühlsmäßig habe ich nicht unbedingt zugenommen. Gerade die letzte Woche auf der AIDA, wo ich ja viel, viel mehr gegessen habe, als ich das sonst mache, weil ich einfach auch so den Rohkostanteil nichtsdestotrotz ziemlich hoch gehalten habe. Aber ja, durch das viele Essen merke ich einfach, wie ich träger geworden bin und wie so eine gewisse Schwere einfach im Körper ist. Und so habe ich jetzt heute zum Beispiel, damit du mal ein bisschen Gefühl hast und auch eine Anleitung hast, wie einfach man sowas gestalten kann. Ich habe mir selbst da so ein, aus Gerstengras, aus Dinkelgras, aus Hanfprotein und aus Matcha, aus diesen vier Pülverchen, habe ich mir so mein eigenes Proteinpulver zusammengemixt. Und das mache ich mir jetzt jeden Morgen zusammen mit frischen Wildkräutern, wie zum Beispiel Brennnessel, wie Spitzwegerich, wie Schafgarbe und Löwenzahn. Da mache ich eine Banane rein oder auch mal getrocknete Datteln, damit das ein bisschen süß ist, damit es ein bisschen angenehmer schmeckt. Und damit starte ich einfach in den Tag. Das ist dann schon mal Chlorophyll, grüne Power, pur einfach. Und jetzt gerade haben wir Mittagszeit, es ist 12:45 Uhr. Zum Mittag gibt es jetzt noch einen frisch gepressten Saft aus Karotte, aus Zitrone und Apfel. Und heute am Nachmittag wird es dann einen riesen Salatteller geben mit verschiedenen Salaten einfach. Ich schaue mal, was der Garten da noch so hergibt und schaue mal, was es dann eben um die Ecke noch so im Biomarkt zu kaufen gibt. Ja, so schaut in etwa unsere Ernährung diese Woche aus. Es wird auch mal ein Rohkost-Züpfchen geben, vielleicht Tomatensuppe oder Champignon-Cremesuppe. Ich schaue auch mal, was ich da in den vergangenen Monaten und Jahren vielleicht auch schon mal in Videos in der Richtung zusammengestellt habe. Verlinke euch das, wenn es dich interessiert. Das kannst du da ganz einfach eben nachschauen. Und ja, Start in diese Woche war ein ganz tolles Interview, das mit mir die Heike Kuhn Bamberger geführt hat. Denn am 11. August startet ihr Selbstliebe-Kongress, Ausgangspunkt Selbstliebe. Und das Thema Selbstliebe ist ja auch in meinem Bereich, im Mentaltrainingsbereich, ein wichtiges Thema. Ich frage immer gerne so im Coaching, ganz so zwischendurch mal so unbedarft, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und oft, ja, geht dann das Überlegen los. Meist kommt dann erstmal so die Kinder oder der Partner. Aber seltenst sagt mir jemand, ich selbst bin die wichtigste Person in meinem Leben. Und dass man mit sich aber, dass man sich selbst der beste Freund, die beste Freundin ist, das ist mit so an oberster Stelle anzusiedeln, um mit sich selbst ins Reine zu kommen. Also das ist schon mein ganz, ganz wichtiger erster Tipp, wenn du dich in der Selbstliebe üben möchtest, dass du selbst deine beste Freundin bist und dass du auch bei allem, was du machst oder wie du mit dir sprichst, dir mal überlegst, mal deine Gedanken beobachtest, ob du so auch mit deiner besten Freundin reden würdest, ob du diese Tipps auch so deiner besten Freundin geben würdest, ob du, wenn dir irgendetwas, ein Fauxpas passiert, ein Missgeschick, wie redest du da mit dir selbst? Würdest du das auch deiner besten Freundin sagen oder würdest du ihr eher auf die Schulter klopfen und sie ermutigen? Macht nichts, das nächste Mal geht es wieder besser. Ist doch nicht schlimm, dass das jetzt passiert ist. Wie gehst du da selbst mit dir um? Beobachte da einfach mal so ein bisschen deine Gedanken, auch tagsüber überhaupt. Wie oft du da lobend mit dir selbst gedanklich interagierst
und wie oft du ja bewertend und be- und verurteilend mit dir selbst da interagierst. Und dann wandle das einfach um. Stell dir einfach vor, du bist deine beste Freundin und was würdest du ihr in den jeweiligen Situationen einfach sagen? Wie oft würdest du ihr tröstend auf die Schulter klopfen und sagen, mach doch nichts, das nächste Mal geht's wieder besser? Oder du bist ein wunderbarer Mensch, du bist eine wunderbare Frau und solche Dinge. Sag das mal ein bisschen mehr dann eben zu dir selbst. Und im Hinblick auf die Ernährung, das war ja so ein bisschen mein Entree, mein Thema für diese Woche, die Ernährung noch mal ein bisschen umzustellen. Sorge auch gut für deinen Körper, für deine Organe, für deine Zellen. Die wissen zu jeder Zeit immer ganz genau, was zu tun ist. Und ja, können ja auch immer nur das Beste in der Richtung für dich zu deinem Wohlbefinden leisten, wenn du wiederum gut für sie sorgst. Deshalb vielleicht magst du auch mal schauen, wie so deine Ernährung ausschaut. Du musst nicht unbedingt 100% auf Rohkost umstellen, aber vielleicht schaust du einfach mal, wenn dein Energielevel ein bisschen höher sein könnte, dass du ein bisschen mehr frische Energie einfach in den Tagesablauf, in deinen Essensplan mit aufnimmst. Und ansonsten, überleg doch einfach mal so die Dinge, die du üblicherweise gewohnheitsmäßig auch zu dir nimmst, wie du dich anschließend fühlst, ob du dich wirklich gut fühlst, oder überleg auch mal so deine Einkaufsgewohnheiten, damit fängt es ja an, weil letzten Endes kaufen wir ja erstmal die Produkte ein, dann landen sie im Kühlschrank und dann bereiten wir sie zu. Schau einfach mal, ja, wie so deine Einkaufsgewohnheiten sind, ob du auch viel verpackte Ware kaufst, dann fühl mal hinein, wie sich das anfühlt, oder vielleicht auch Fertigprodukte. Und fühl mal hinein, wie es sich anfühlt, mehr überhaupt frische Produkte zu kaufen und weniger Fertigprodukte. Und das mag natürlich auch mit einhergehen, dass du vielleicht dir so einen Stundenplan, auch mal einen Zeitplan vielleicht erstellst, damit du, wenn du zu der Kategorie gehörst, dass du vielleicht viele Fertigprodukte auch bislang gekauft hast, damit du dir einfach ganz bewusst auch Zeit nimmst, um dir frische Nahrung zuzubereiten, um dein Essen dir zuzubereiten, vielleicht auch über die Woche hin zu planen, schon mal vorzukochen oder vorzuzubereiten, morgens vielleicht ein bisschen früher aufstehen und dir schon mal einen ganz liebevollen Obst- oder einen Gemüsesalat zubereiten, den du dann mitnehmen kannst, damit du einfach tagsüber nicht dazu geneigt bist, dir irgendwo um die Ecke was zu kaufen und das einfach unachtsam in dich hineinzuschieben. Probier das doch einfach mal aus, so für eine Woche, und dann schau mal, was es mit dir macht. Du wirst merken, du wirst dich wohler fühlen, dein Körper wird es dir danken und du wirst auch damit mehr in die Liebe zu dir selbst kommen, weil du es dir einfach wert bist, dir die Zeit einfach zu nehmen für dich selbst und dein Essen in der Richtung schon mal liebevoll zuzubereiten und vorzubereiten. Denn schau mal, wenn du deine besten Freundinnen einlädst, dann stellst du dich auch in die Küche zum Beispiel, vielleicht stundenlang, und bereitest das liebevollste Rezept für deine Freundinnen zu. Und so darfst du es dir selbst doch auch wert sein, eine ganz tolle Ernährung mit Liebe für dich selbst einfach zuzubereiten. Ja, und jetzt habe ich so viel über das Thema Selbstliebe gesprochen, dir anhand dieser kleinen Dinge schon mal ein paar Aspekte mit auf den Weg gegeben. Probier es einfach mal aus, setz es gerne um, und wenn du dich in der Selbstliebe noch mehr üben möchtest, dann kann ich dir wirklich den Kongress von der Heike Kuhn Bamberger wärmstens ans Herz legen. Sie hat mir auch einen kleinen Trailer, so ein paar Ausschnitte aus unserem Interview, das sie mit mir geführt hat, zur Verfügung gestellt. Das verlinke ich dir gerne hier auch anschließend nach diesem Video hier. Mein Interview wird gesendet am 18. August und ich verlinke es dir auch, verlinke dir auch ihre Seite hier unter diesem Video, wenn es dich interessiert, wenn du dir mein Interview und auch vielleicht das ein oder andere von anderen wunderbaren Experten und Coaches, die mit dabei sind, anschauen möchtest. Ja, schau einfach auf ihrer Seite vorbei. Ich wünsche dir für heute noch einen wundervollen Tag mit der Sonne im Herzen. Sorge gut für dich, sei du dir deine beste Freundin und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Danke für dein Interesse. Ciao, ciao, deine Irmgard. Letzten Endes, was wollen wir denn vom Herzen her? Wir wollen doch Energiespender sein für unsere Kinder, für unseren Partner, für unsere Menschen, die in unserem Umfeld sind, die uns am Herzen liegen.
Und dazu sind wir doch dann deshalb dazu verpflichtet, gut für uns zu sorgen, super, dass wir mental erfüllt sind, dass wir was weitergeben können. Schön, das ist denn so wichtig. Wenn uns gut geht und ich übersprühe vor Lebensenergie, vor Lebensfreude, vor Freude an dem Tag, am Leben, dann stecke ich doch automatisch die Menschen, die mir am Herzen liegen, an und noch darüber hinaus. So schön. Und suchen doch auch andere Menschen gerne auch den Weg zu mir und fühlen sich in meiner Nähe wohl. Das wollen wir doch letzten Endes. Viel, viel wohler fühlen sie sich, als wenn wir geben, 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 aber selber eigentlich völlig ausgepowert sind und sie merken, oh, ich glaube, ich nehme der was weg oder ich raube ihr Kraft oder so. Genau. Das fühlt sich ja richtig schlimm an. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich nochmal so ein bisschen zurückversetzt in so ein kleines Kind, das mit großen Augen, mit diesen großen Augen hat ja jeder von uns mal morgens in die Welt geblickt. Es gab ja mal eine Phase bei uns allen, in einem gewissen Alter, wo wir es nicht erwarten konnten, dass morgens die ersten Sonnenstrahlen reinkommen. Stimmt. Und wir aufstehen zum Leidwesen von Mama und Papa, genau, und den Tag entdecken wollten. Wann darf ich aufstehen? Stimmt. Genau. Und diese kindliche Neugierde, da darf man sich, glaube ich, auch drin üben. Also da übe ich mich auch heute immer noch drin, mir die nochmal zurückzunehmen und mir vorzustellen, wie ich mit großen Augen jetzt nochmal in die Welt blicke, ganz neugierig, ganz gespannt, was der neue Tag, was das Universum mir da nochmal jetzt für neue Möglichkeiten schickt. Mach dir bewusst, dass du die wichtigste Person in deinem Leben bist. Und dass du so, wie du bist, mit allen Macken, Ecken und Kanten vollkommen in Ordnung bist. Dass du in der Tiefe deiner Seele ein ganz, ganz wertvoller und liebevoller Mensch bist. Und dass du ein Geschenk bist für die Welt.